Na, der Bruder fragt nach der Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, aber der Vorspann ist nicht bei Bukhari und Muslim. Als er die Sahaba einmal nach dem Subh-Gebet, nach dem Fajr-Gebet gefragt hat, wer von euch ist heute fastend aufgestanden? Dann sagte Abu Bakr radiallahu anhu wa arda, ich. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer von euch hat heute eine Janaza begleitet? Dann sagte Abu Bakr wieder ich. Dann sagte er, wer von euch hat heute einen Armen gespeist? Abu Bakr radiallahu anhu sagte ich. Und er sagte, wer von euch hat heute einen Kranken besucht? So sagte Abu Bakr wieder ich. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer diese vier Taten begeht, so bekommt er das Paradies. Natürlich hier, als Abu Bakr as-Siddiq gefragt wurde, das war nach Fajr, hatte er schon alle Taten erledigt gehabt. Nach Fajr. Wann fängt bei uns der Tag an, bei uns Muslime? Wann fängt der Tag bei uns an? Na? Bitte? Richtig. Mal vor. Also bei uns fängt sozusagen, wenn du auch siehst, wenn wir mit Ramadan anfangen, wenn wir alle sehnsüchtig darauf warten, wann ist der erste Ramadan, na, dann weißt du Bescheid. Deswegen, diese vier Taten, hauptsächlich du machst sie an einem Tag. Die Reihenfolge ist nicht wichtig. Hauptsache, du machst sie an einem Tag. Wallahu ta'ala ala wa alam. Das ist ein großartiger Lohn. Natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, einer Janaza zu folgen. Ich weiß nicht, habt ihr einen Friedhof hier, einen islamischen Friedhof? Oder einen Teil? Dann, alhamdulillah, rabbil alamin, kann man sich erkundigen, wann so eine Janaza stattfindet. Und dann, bi'idhnillah ta'ala, kann man diesen großartigen Erfolg bekommen.